Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Funny Bakery, die Social-Media-Agentur. In diesem Video erfahrt ihr, warum Instagram-Accounts sperrt oder deaktiviert und was ihr sofort dagegen tun könnt. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wenn euer Account auf Instagram gesperrt worden ist, kann das die unterschiedlichsten Gründe haben. Einer davon kann sein, dass ihr gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen habt. Die Richtlinien findet ihr im Instagram-Hilfebereich. Dort stehen alle Verstöße, die die Deaktivierung eines Accounts zur Folge haben. Ein anderer Grund für die Deaktivierung kann sein, dass ihr gegen die Nutzungsbedingungen von Instagram verstoßen habt. Auch diese Bedingungen findet ihr im Hilfebereich. Auf Instagram gilt generell family-friendly. Das heißt, achtet darauf, was und wie ihr es postet. Beiträge, in denen Gewalt, Hass oder sexueller Content gezeigt wird, können dazu führen, dass euer Account gesperrt wird. Auch Mobbing ist auf der Plattform unerwünscht. User, die Hate-Nachrichten oder böse Kommentare schreiben, auch wenn es vielleicht unter Freunden mal ein Spaß ist, werden von ihnen konsequent gesperrt. Zusätzlich zu den eben genannten Verstoßen werden auf Instagram auch Konten gesperrt, die sie als Spam oder Bot wahrnehmen. Achtet deswegen auf euer Verhalten. Verschickt nicht unzählige Nachrichten und folgt nicht in kurzer Zeit unzähligen Accounts. Ein weiterer Grund für eine Deaktivierung ist, wenn ein Account gehackt wurde und Instagram das bemerkt. Ein Zeichen dafür ist zum Beispiel, wenn ein Account sich in wenigen Minuten in Asien und dann in Europa einloggt. Instagram selbst sperrt also nicht wahllos irgendwelche Accounts. Wenn ihr gesperrt wurdet, dann prüft eure Handlungen, um den Grund für die Sperrung herauszufinden. Jedes Konto, egal wie groß, klein oder berühmt es ist, kann jederzeit deaktiviert werden. Sollte ein Account gegen Instagrams Regeln verstoßen, dann greift die Plattform oft ohne Kompromisse durch und sperrt den User. Aber was kann man denn jetzt tun, wenn der eigene Account gesperrt wurde? Das erste und leider auch schon einzige, was ihr in einem solchen Fall tun könnt, ist Einspruch gegen Instagrams Entscheidung zu erheben. Dafür loggt ihr euch nach einer Deaktivierung eures Kontos erneut in die App ein und nachdem ihr euren Nutzernamen und euer Passwort eingegeben habt, öffnet sich ein Fenster mit dem Namen Einspruch erheben. Dieses füllt ihr aus und dann müsst ihr euch gedulden. Instagram hat leider keinen Kundensupport. Als User kann man also keine Hotline anrufen oder eine E-Mail schreiben. Instagram bietet für solche Fälle nur dieses eine Formular an. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr beim Ausfüllen des Formulars höflich und professionell seid und euer Problem ganz genau beschreibt. Leider gibt es keine offiziellen Informationen dazu, wie lange es dauert, bis man eine Antwort bekommt. Es kann sein, dass Instagram sich schon nach ein paar Stunden oder erst nach einigen Tagen bei euch meldet. Im schlimmsten Fall kann es aber auch sein, dass ihr gar keine Antwort bekommt. Solltet ihr oder ein User, der euer Passwort hat, euren Account gelöscht haben, dann könnt ihr diesen leider nicht wieder aktivieren. Es ist nicht möglich, den Account wiederherzustellen. Wenn ihr dann einen neuen Account erstellen möchtet, ist es übrigens auch nicht erlaubt, die E-Mail-Adresse eines gelöschten Kontos erneut zu verwenden. Da es bei einer Deaktivierung oder der Löschung des Accounts wirklich schlecht aussieht, solltet ihr unbedingt die zweistufige Authentifizierung durchführen und auf Instagrams Regeln Acht geben. Wenn ihr schon einmal Erfahrungen zu diesem Thema gemacht habt, dann schreibt sie uns doch gerne mal in die Kommentare. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bei weiteren Fragen meldet euch gerne direkt bei den Experten von eBakery. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery-Team.